Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute um die Frage vom Udo aus Aschaffenburg geht. Der Udo hat mir geschrieben, weil er wahrgenommen hat, dass Ministerpräsident Markus Söder, so schreibt er mir das aber auch, wir Freien Wähler, in der letzten Woche ja lautstark geschimpft hätten auf die Beschlüsse des Deutschen Bundestags, die Beschlüsse der neuen Ampelkoalition. Und jetzt will der Udo, da wir ja in Bayern mit Regierungserklärung jetzt die neuen Corona-Regeln beschlossen haben, von mir wissen, was macht ihr denn in Bayern jetzt anders? Was macht ihr denn eigentlich besser als die Berliner? Ja, lieber Udo, ich würde sagen, wir machen eigentlich alles anders. Wir machen 180 Grad das Gegenteil dessen, was die Kolleginnen und Kollegen in Berlin letzte Woche beschlossen haben. In Berlin, da wurde, und ich halte das für falsch, auf dem aktuellen Höhepunkt der Corona-Pandemie. Ausgerechnet jetzt, wo unsere Krankenhäuser so voll sind wie noch nie, die Inzidenzen so hoch sind wie noch nie, die Notlage von nationaler Tragweite aufgehoben. Und wir in Bayern, die Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU, wir haben unter dem Eindruck des Dramas, das sich derzeit an unseren Krankenhäusern abspielt, das Gegenteil davon getan. Wir haben die Notlage in Bayern, den Katastrophenzustand in Bayern festgestellt. Aber von vorne, warum, lieber Udo, ist das nötig? Warum ist das nach Überzeugung von uns Freien Wählern angezeigt? Ich glaube, wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass die Lage an den bayerischen Kliniken, dass die neuerliche Eskalation des Corona-Infektionsgeschehens in Bayern schlicht dramatisch ist. Die nächsten Wochen, die werden unweigerlich brutal werden und wir stehen, wenn wir jetzt nicht entschlossen handeln, an der Schwelle zur größten Katastrophe der Nachkriegszeit. Ich glaube, dass Politik, aber auch Gesellschaft und Wissenschaft wohl beraten sind, jetzt endlich zu konstatieren, dass wir die Aggressivität der Delta-Variante unterschätzt und die kollektive Vernunft der Menschen leider überschätzt haben. Und es macht mich persönlich in zunehmendem Maße rasend, erkennen zu müssen, dass wesentliche Teile von Gesellschaft und Politik den Ernst unserer Lage ganz offenkundig noch immer nicht erkannt haben. Bayerns Krankenhäuser, lieber Udo, die sind voll. Wichtige Operationen werden abgesagt, kranke Menschen werden kreuz und quer durch unser Land verlegt und die Sanitäter in meiner Heimatregion, die schildern mir sehr eindrucksvoll, dass sie mit kranken medizinischen Notfällen in ihrem RTW stundenlang durch die Region irren auf der mühsamen Suche nach einem Krankenhaus, das überhaupt noch medizinische Notfälle aufnimmt. So ist die Lage in Bayern und da die Inzidenz unter Ungeimpften derzeit um 1500 liegt, ist eine weitere Eskalation mindestens für die nächsten Wochen leider schon vorgezeichnet. All das, obwohl wir mit dem Impfstoff das Mittel, um diese Katastrophe zu verhindern, eigentlich längst in Händen halten würden. Mir persönlich, ich habe das auch im Parlament so gesagt, kommt das zwischenzeitlich ein bisschen vor wie auf der Titanic. Unten im Bauch des Schiffes, da wo der Bordarzt seine Praxis hat, da steht das Wasser leider längst bis zum Hals. Aber oben am Deck des Schiffes, da tanzen noch immer die Passagiere, weigern sich Schwimmwesten anzuziehen und schimpfen lautstark, dass das Bordorchester nicht mehr spielt. Und ich glaube, wir glauben als Freie Wähler, als CSU in der Verantwortung für die Menschen in unserem Land, dass dieses Schiff so nicht weiter segeln kann und darf. Wir sind deshalb fest davon überzeugt, dass die Berliner Beschlüsse eines zeigen, nämlich eine wichtige Fähigkeit von Demokratie in normalen Zeiten, die Fähigkeit, nämlich markante Entscheidungen durch Kompromisse abzuglätten. Wir sind aber genauso fest davon überzeugt, dass dieses Momentum von Demokratie jetzt angesichts einer historischen Krise auf gar keinen Fall dazu führen darf, dass Notwendiges zu lange unterbleibt. Genau deshalb, lieber Udo, haben wir das Gegenteil der Kolleginnen und Kollegen aus Berlin getan. Wir haben nicht Maßnahmen vermindert unter dem Eindruck einer neuerlichen Eskalation von Corona. Nein, wir sind hier in Bayern in der Verantwortung für unser Land und seine Menschen beherzt auf die Notbremse getreten und wir versuchen mit aller Kraft das Ruder herumzureißen. Was haben wir konkret beschlossen? Ich will nicht auf alle Details eingehen, aber vielleicht die vier großen Linien unserer Beschlussfassung noch einmal nachzeichnen. Erstens, wir haben uns entschieden, anders als im letzten Winter, weil es jetzt eben die Impfungen gibt, bei Einschränkungen nicht wieder alle über einen Kamm zu scheren, sondern zu unterscheiden in sehr empfindliche Einschränkungen
für gesunde, impffähige, ungeimpfte Menschen und etwas weniger Einschränkungen, Gott sei Dank, für diejenigen, die bereits eine Immunisierung hinter sich gebracht haben. Dahinter steht die Überzeugung, dass in unserer aktuellen Lage eben diejenigen, die ihren persönlichen Beitrag als gesunde Erwachsene dazu, dass wir aus dieser Katastrophe herauskommen, durch Nichtimpfung verweigern, nicht länger als Trittbrettfahrer der Geimpften am öffentlichen Leben teilnehmen können, also ein klares Signal pro Impfung. Die zweite große Linie, die betrifft die Geimpften, weil wir ob der zunehmenden Zahl an Impfdurchbrüchen, die übrigens nichts damit zu tun haben, dass der Impfstoff nicht wirkt, sondern einfach damit, dass immer mehr Menschen geimpft sind. Wenn 10 Leute geimpft sind, bei 90-prozentigem Impfschutz gibt es einen Impfdurchbruch. Und wenn 60 Millionen geimpft sind, dann gibt es eben 6 Millionen Impfdurchbrüche. Dass wir deshalb auch genauer hinschauen müssen bei den geimpften Menschen. Deshalb die 2G-Plus-Regel in vielen Bereichen. Die Idee also, im Hinblick auf die Impfdurchbrüche und um die unter Kontrolle zu bekommen, auch die geimpften Menschen zusätzlich zu testen und auch Kontaktbeschränkungen, insbesondere im Bereich der Großveranstaltungen, da etwas die Kontakte runterfahren, auch für die Geimpften. Zweites Signal also, Ungeimpfte in einen quasi Lockdown schicken und Geimpfte die Kontakte reduzieren und zusätzlich Tests einziehen. Die dritte große Linie, und über die freue ich mich sehr, weil die mir besonders am Herzen gelegen ist, ich habe da auch in Frag Fabian schon öfter drüber gesprochen, ist die klare Positionierung im Hinblick auf geöffnete Schulen, auf geöffnete Kitas in Bayern, die verbunden ist mit der Aussage, nein, wir haben gelernt aus dem letzten Winter, nein, wir tragen nicht noch einmal die Freiheit der ungeimpften Erwachsenen auf dem Rücken unserer Kinder und Jugendlichen aus. Und zwar deshalb, weil wir wissen, dass dieser ganze Corona-Wahnsinn Gott sei Dank ein Gutes hat, nämlich dass Kinder und Jugendliche Gott sei Dank eine bemerkenswerte Resistenz gegenüber schweren Verläufen aufweisen, dass wir sie kaum hospitalisiert sehen, nahezu nie auf Intensivstationen sehen, sodass eben klar ist, dass wir alle Maßnahmen gegen Kinder und Jugendliche eigentlich nur deshalb machen, um ungeimpfte Erwachsene zu schützen. Und deshalb haben wir uns in Bayern klar festgelegt auf die Aussage, wir klauen nicht noch einmal Kindern und Jugendlichen die Zukunft, weil sich zu wenige Erwachsene impfen lassen. Wir wollen die Erwachsenen impfen und wir wollen die Kinder und ihre Zukunftschancen unberührt und in Ruhe lassen. Das ist die dritte große Linie. Und die vierte große Linie, die betrifft die notwendige, aus unserer Sicht als Freie Wähler notwendige Debatte, die wir aus Bayern heraus angestoßen haben, über die Frage einer allgemeinen Impfpflicht. Warum glauben wir, dass wir darüber nachdenken müssen? Wir glauben das deshalb, weil die Tatsache, dass wir dieses ganze Corona, dass wir diesen Wahnsinn nicht in den Griff bekommen, nach unserer festen Überzeugung, insbesondere damit zusammenhängt, dass Corona so eine wirklich krasse saisonale Dynamik hat. Wir erwarten deshalb auch für nächsten Sommer, wenn es wieder warm wird, dass wir dann hoffentlich wieder leere Krankenhäuser sehen, niedrige Inzidenzen sehen, aber wir befürchten, dass die Impfbereitschaft dann auch wieder entsprechend niedrig sein wird. Und wir wissen eben, dass die Schutzwirkung der Vakzine nach 5, nach 6 Monaten nachlässt, dass die Menschen sich also eigentlich im Sommer impfen lassen müssten. Und deshalb glauben wir, dass wir genau jetzt unter dem Eindruck der aktuellen Eskalation dafür im Hinblick auf eine allgemeine Impfpflicht die Voraussetzungen schaffen müssen, sodass im nächsten Sommer nicht wieder alle im Biergarten sitzen und sagen, naja, Corona, das ist doch weit weg, sich nicht impfen lassen und dann dieser ganze Wahnsinn im Herbst des nächsten Jahres wieder losgeht. Dazu, lieber Udo, noch 2 zusätzliche Anmerkungen. Wir Freien Wähler glauben, dass eine partielle Impfpflicht, wie sie in Berlin beschlossen worden ist, also eine Impfpflicht, die jetzt beispielsweise nur die Pflegeberufe betrifft, genau der falsche Weg ist. Denn warum sollten wir denn genau diejenigen, die jetzt den Karren ziehen, die 24/7 arbeiten, damit unser medizinisches System nicht kollabiert, die jetzt dann wieder Weihnachten durcharbeiten werden, ausgerechnet die als Einzige mit einer zusätzlichen Pflicht belegen, nur damit die anderen ihnen weiterhin durch nicht geimpft dort landen, ihren Arbeitsalltag zur Corona-Hölle machen können. Wir glauben, es ist viel fairer und es ist auch verfassungsrechtlich einfacher und richtiger, dann alle in die Pflicht zu nehmen. Jeder kann seinen Beitrag leisten. Und darüber hinaus, lieber Udo, ist mir noch ein letztes wichtig, ganz deutlich zu sagen, nämlich, dass eine Impfpflicht und ein Impfzwang 2 verschiedene Dinge sind. Wenn man für eine Impfpflicht ist, wie ich persönlich das bin und wie die Mehrheit der Freien Wählerfraktion das ist, dann heißt das natürlich nicht, dass in einer Demokratie im Jahr 2021 dann die Polizei zu den Menschen nach Hause kommt und ihnen gegen den Willen eine Nadel in den Arm jagt. Natürlich nicht.
Aber wir glauben schon, dass wir eine Verpflichtung zum Impfen brauchen im Sinne einer Voraussetzung, um am öffentlichen Leben teilnehmen zu können. Und solche Impfpflichten, beispielsweise im Bereich der Masernimpfpflicht, haben wir ja längst in Deutschland. Ich wüsste nicht, warum wir das ausgerechnet jetzt, wo wir alle so betroffen sind und wo wir uns unser altes Leben endlich zurückholen könnten, das bei Corona ausgerechnet nicht machen sollten. Also vier große Linien noch einmal zusammengefasst. Der Quasi-Lockdown für die Ungeimpften. Man kann nicht Trittbrettfahrer der Geimpften sein. Man muss damit Einschränkungen rechnen, wenn man sich als gesunder Erwachsener gegen die Impfung entscheidet. Aber auch Kontaktbeschränkungen, zusätzliche Tests, das Reduzieren von Kontakten für die Geimpften. Wir lassen die Kinder, die Jugendlichen in Ruhe, wollen stattdessen die Erwachsenen impfen. Und wir wollen dafür sorgen, dass im nächsten Sommer dann auch rechtlich die Lage so ist, dass geimpft wird, sodass der Wahnsinn in Zukunft nicht jeden Herbst wieder von vorne beginnt. Das ist, lieber Udo, das bayerische Maßnahmenpaket, das Gegenteil dessen, was Berlin gemacht hat. Berlin hat die Eingriffsmöglichkeiten, hat die Maßnahmen reduziert, hat die Notlage auf dem Höhepunkt der Not in größter Not aufgehoben. Wir haben sie in Bayern festgestellt und aus meiner Sicht die richtigen Schlüsse gezogen. Ich hoffe sehr, dass es reichen wird. Ich bin mir ganz sicher, wir haben nicht zu wenig Maßnahmen auf den Weg gebracht. Ich hoffe, es sind genug, sodass wir nicht nochmal nachsteuern, möglicherweise nochmal in den Lockdown gehen müssen. Um das zu verhindern, zum Schluss die ganz persönliche Bitte. Ich habe das auch im Parlament gesagt. Es gibt ja dieses berühmte Kennedy-Zitat, der mal gesagt hat, die Menschen mögen nicht nur immer fragen, was das Land für sie tun kann, sondern sie mögen auch überlegen, was sie fürs Land tun können. Also wenn dich, lieber Udo, wenn euch, liebe Zuhörer, irgendjemand fragt, was sie jetzt für Bayern tun können, dann antwortet ihnen bitte, jeder kann jetzt was für Bayern tun, jeder kann sich impfen lassen. Das ist das Größte, was man in unserer aktuellen Lage für dieses Land tun kann. Nur dann kriegen wir endlich unser altes Leben zurück und nur dann können wir die vielleicht größte Katastrophe der Nachkriegszeit verhindern, die uns andernfalls leider in den nächsten Wochen und Monaten droht. So viel, lieber Udo, zu deiner Frage, verbunden mit dem Appell, mit der Bitte ums Mitmachen, ums sich halten an die Maßnahmen und ums Werben für die Impfung. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann postet sie wie immer gerne unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt, Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.